Weihnachtsstimmung zu sein. 18 Mal werden wir noch wach, heißer, dann ist bei uns ist heute erst Nikolaustag. Und deshalb haben wir auch zu Ehren des legendären Heiligen, der ja, wie man sagt, der Patron der Schiffer, der Bäcker und der Schüler ist, haben wir Kläuse und Christkindls eingeladen. Und zwar Christkindls vom Nürnberger Weihnachtsmarkt, vom Christkindlmarkt, das amtierende Sandra, Tanja, die Gudrun und die Doris. Ich begrüße ganz herzlich das Christkind persönlich. Und dann haben wir uns überlegt, wer passt besser dagegen bzw. dazu? Die Nikoläuse. Und während der Proben sagten die Christkinder bereits, eigentlich würden wir wahnsinnig gerne spielen, immer ein Nikolaus an unserer Seite. Das würde euch so passen. Die Kläuse sollen allein streiten. Wir haben viermal Klaus, und zwar den Schauspieler Klaus Wusso, den Chefredakteur und Journalisten Klaus Presser, den Sänger Klaus Denso und noch einmal den Schauspieler und hier sehr bekannt als Frauenarzt von Bischofsbrück, Klaus Barner. Ich begrüße Sie herzlich, liebe Kläuse. Bei unseren Kindern geht es auch weihnachtlich zu. Wir überlegen uns ja immer, wer passt zu wem. Und sag mir doch mal, Stefan, warum haben wir euch eingeladen? Ja, wir haben die Schülerzeitung und haben auch Geschichten geschrieben. Und zwar zu Weihnachten. Ja. Richtig schöne junge Journalisten, ja. Und deshalb müsst ihr jetzt trotzdem in die schalldichte Kabine erst, ne? Husch, ab, damit er nichts hört. Das sind unsere jungen Journalisten von der Schülerzeitschrift, die Weihnachtsgeschichten geschrieben haben. Und ihr? Wir sind von der Musikschule ausgewählt worden. Weil ihr Flöte spielt, ja. Weil es auch weihnachtlich ist. Kathrin, wo sitzt der Biber? Da, da oder im Bauch? Wo bummelt's im Moment? Überall? Mhm. Dann sag uns doch einfach mal, wie du heißt und wie alt du bist und was du für Hobbys hast. Vielleicht ist dann der Klos raus. Ich heiße Kathrin Wohland, bin 10 Jahre alt. Meine Hobbys sind Flöten, Basten, Malen und Radfahren. Geht's dir jetzt besser? Gut. Und das ist die Daniela? Ich heiße Daniela Rolle, bin 9 Jahre alt und meine Hobbys sind Flöte, Tennis und Schwimmen. Spielst du schon ein bisschen so gut wie die Steffi? Nee. Halb so gut? Ja, vielleicht. Ja, gut. In Ordnung. Ich bin die Dorothee Lang, bin 9 Jahre alt. Meine Hobbys sind Flöte spielen, Schwimmen, Basteln und Malen. Und neben der Dorothee sitzt? Ich bin die Jasmin Roller und bin 10 Jahre alt. Meine Hobbys sind Flöten, Turnen und Schwimmen. Freut ihr euch auf Weihnachten, Jasmin? Ja. Wie sieht denn das bei euch aus mit dem Wunschzettel? Was steht denn da drauf, Kathrin, auf den Weihnachtswunschzetteln? Wird das immer alles erfüllt? Nein. Wie viel wird prozentual erfüllt? So ein Teil oder ein halber Teil oder fast alles? Kommt drauf an. Auf was? Weißt du nicht so, ne? Wie ist das bei dir, Daniele? Bist du traurig, wenn was nicht erfüllt wird? Nein. Nicht? Ich freue mich dann immer auf das, was ich kriege. Das ist prima. Und wie ist das bei euch? Sagt die Mami, ihr dürft alles draufschreiben. Was darf denn auf dem Weihnachtszettel alles drauf, auf dem Wunschzettel? Na, eigentlich schreiben wir gar keinen Wunschzettel. Sondern? Weil meine Mutter, die weiß meine Wünsche, also so, was ich mir unter dem Jahr wünsche und so. Das mag sie sich. Ja, die macht es wie Maria und bewegt die Worte in ihrem Herzen, gell? Das sind die Mamis, ja? Wie ist das bei dir, Dorothee? Wir schreiben auch keinen Wunschzettel. Die Mama schenkt uns meistens was und was wir uns auch manchmal gewünscht haben. Ja. Seid ihr traurig, wenn irgendwas, was ihr euch ganz arg gewünscht habt, nicht kommt, Jasmin? Nö, das war mir nicht so schlimm. Daniele, wie feiert ihr Weihnachten zu Hause? Wer schmückt einen Baum? Meine Mutter, ich und mein Vater, mein Bruder. Also alle miteinander, das ist ein Familienfest. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, dass,
Nee, das lasse ich jetzt. Ich habe noch eine Frage für die anderen. Ich wollte dich was ganz anderes fragen. Könntest du dir denn vorstellen, dass Weihnachten auch mitten im Sommer ist, Dorothee? Ja. Kannst du dir? Ja? In anderen Ländern. In anderen Ländern ist es so. Da schneit es überhaupt nicht. Das ist nur warm. Was ist denn, Katrin, so schön an Weihnachten? Was ist so schön? Versuch's mal auszudrücken. Das Baumschmücken oder das Geschenke kriegen? Das Geschenke kriegen. Das ist am schönsten. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob ihr heute bei mir Geschenke kriegt. Jetzt werden wir erst mal malen, ja? Also gut, komm zu mir, Katrin. Erste Runde. Und die anderen kriegen nachher genau die gleichen Begriffe, ja? Also, Spiel ab. Und ihr sagt mir es immer gleich, wenn ihr es nicht lesen könnt, ja? Maus, Heller. Was ganz anderes. Ich habe vorher gesagt, 18 Mal... Thomas, Adventskranz. Adventskranz, richtig, ein Adventskranz. Baum, Tannenbaum. Was ganz anderes. Kerze. Nein, denkt doch mal was... Flöte. Ja, eine Blockflöte. Teller. Nein, wie kommt ihr denn immer auf Teller? Ja, tu mal was. Gib nachher Teppich. Was. Teppich. Nein, es ist kalt draußen und vom Schnee. Der ist auch da, nur dann kann man mit sowas nämlich fahren. Schlitten. Ja. Schuh, Nikolausschuh. Nikolausschuh lasse ich gelten, das ist ein Nikolausstiefel. Kannst lesen, gell? Gut. Baum. Was ganz anderes. Kirche. Pass auf, Kirchturm ist der erste Teil des Wortes. Kirchturm. Kirchturm kommt auch noch dazu und jetzt kommt noch was dazu. Kirchenglocke. Kirchturmglocke, jawohl. Herz. Was für ein Herz? Weihnachtsherz. Ja, manchmal. Aus Herz. Was ist das? Aus Lebkuchen. Ja, ein Lebkuchenherz. Stiefel. Nein, den hatten wir ja nicht. Katze. Keine Katze, aber ein Tier. Hund. Was für ein Hund? Pudel. Nein. Dackel. Jawohl. Das war doch deutlich zu erkennen, ein Dackel. Schneemann. Ja. Jetzt war er vorher schon auf dem Jahrmarkt. Weihnachtsbaum. Nein. Zuckerwatte. Boah. Nikolaus. Nein. Nein. Hut. Eine Art Hut, die anders heißt. Wie nennt man das noch, was Kinder aufsetzen? Mütze. Was für eine Mütze? Mütze kommt hinten dran. Und wie nennt man die? Die heißt nach einem Hund. Pudelmütze. Ja. Nikolaus. Nein, ich weiß nicht, warum er immer auf Nikolaus kommt. Das ist heute. Das ist keiner. Engel. Auch nicht. Guck mal, wie sie dem die Arme und die Beine malt. So Wassermann. Wie? Wassermann. Kein Wassermann, aber mit Mann hört das Wort hinten auf. Wenn der jetzt noch... Ballettänzer. Na, guck mal, da kann man doch. Hampelmann. Ja. König. Das hat's nimmer gereicht. Und das sagt ihr euch ganz leise hinten auf der Bank. Denn jetzt in unsere nächste Kinder rein. Toll. Platz 33 Punkte. Ja, der Blick der Buben geht als allererstes nach hinten. Hä? Marco, oh yeah. Jetzt müsste ich auch von euch wissen. Vor allem unsere Zuschauer möchten wissen, wer ihr seid. Das neben mir ist der... Ich heiße Marco Horn, bin 10 Jahre alt und meine Hobbys sind Fußball spielen, Radfahren und Skateboard fahren und Mathematik, Englisch und... Einfach alles. Gott. Ja. Und neben dem Marco ist... Ich heiße Stefan Ebert, bin auch 10 Jahre alt. Meine Hobbys sind Zeichnen, Radfahren und Lesen. Und das ist der Dennis? Ich bin der Dennis Wagner, bin 10 Jahre alt. Meine Hobbys sind Fahrradfahren, Schwimmen, Fußball spielen. Und ich bin die Miriam Alster, bin auch 10 Jahre alt. Und meine Hobbys sind Lesen, Schwimmen, Ballett und Jazzgymnastik und mein Haustier Mickey. Ein Haustier. Und meine, Wenn wir noch weitermachen, finden wir noch ganz viele Hobbys, nicht? Ja. Und meine Lieblingsfächer sind Englisch, Biologie und
Englisch, Biologie? Und Sport. Damit ist es auch besprochen. Gut. Ihr habt alle letztes Jahr zu Weihnachten 89 Geschichten geschrieben in eurer Schülerzeitschrift. Ich wollte euch mal was ganz anderes fragen. Marco, ihr feiert Weihnachten, wird da beschert und so? Und da brennt der Baum, das heißt die Kerzen meistens hoffentlich nur. Ja? Und dann sind alle drumherum, oder wie ist das? Ja. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass es, wenn Bescherung ist, bei euch draußen klingelt an der Tür? Und es stört natürlich unheimlich. Und da ist ein Mann und der hat ziemlich dreckige Hände und sagt dir, du gehst raus und sagt, mir ist gerade mein Auto kaputt gegangen und es ist also heiliger Abend und keine Werkstatt hat auf und Geld haben wir auch keines und die Hotels sind uns alle zu teuer und das nächste Krankenhaus ist weit weg und meine Frau kriegt, glaube ich, ein Baby. Könnten wir denn bei euch heute Nacht schlafen? Was würdest du da sagen? Ja. Ja? Mhm. Würdest du ein Bett machen oder wie? Ja, im Gästezimmer. Im Gästezimmer? Ja. Könnten die schlafen? Ja. Was würdest du tun, Stefan, wenn da wildfremde Leute, weißt du, und es ist kalt draußen? Vielleicht. Vielleicht? Mhm. Auf was kommt's an? Ja. Würdest du Mami fragen? Ja. Was glaubst du, was wird die sagen? Nein. Meinst du? Ganz bestimmt. Warum glaubst du, die Mami wird Nein sagen? Ich meine, guck mal, wenn es draußen kalt ist. Weil es fremde Leute sind. Ja, aber die machen einen netten Eindruck. Ich meine, der hat ja an seinem Auto montiert, deshalb hat er so dreckige Hände. Und die kann man ja waschen. Und das nun ist kein, die Hotels sind denen zu teuer. Und die Frau hat ein ganz dickes Bäuchlein und kriegt ein Kind. Ich weiß nicht, ob deine Mami da Nein sagen würde. Ja. Aber bist du auch nicht mehr so sicher? Ja, wird kein. Dennis, wie wäre das bei dir? Na, ich weiß auch nicht. Und mir, ja? Ja, wenn die Frau ihr Kind in ein paar Stunden bekennt, dann wird meine Mutter vielleicht Ja sagen. Aber wenn sie es erst in so 6 Monaten bekennt, dann weiß ich nicht, was sie sagen. Aha. Also ich finde das schon prima. Und ich glaube, Mamis haben dann schon ein Gefühl, ob das jetzt gleich kommt oder erst in 6 Monaten, nicht? Also gut. Vielleicht gibt es ja ab und zu eine Mami, die mal Hebamme war, die dann helfen würde. Marco, komm, wir malen. Und zwar selbe Begriffe wie die anderen, ja? Spiel ab. Und auch ihr sagt mir, wenn ihr es nicht lesen könnt, dann... Hund, Katze, Maus, Kopf, Schnecke, Spiegel, Apfel, Futterapparat. Nein. Kerze, Adventskranz. Adventskranz, jawohl. Hund, Katze, Maus, Treppe, Maus. Denkt an eure Gegenmannschaft. Flöte. Ja, gut. Hund, Katze, Maus. Nein, die sind Schlitten, ja. Lass mal die Hund, Katze, Maus, weil es ist keine Hund, Katze, Maus. Ja. Stiefel. Weihnachtsstiefel. Wir haben Nikolausstiefel. Gut. Die legen vor, ne? Boah. Fenster, Stiefel. Nein. Gummistiefel. Was ganz anderes. Kirche ist der erste Teil des Wortes. Kirchturm. So heißt es auch. Und jetzt kommt noch was. Kloppenturm. Kirchturm. Kirchturm. Glocke. Kirchturmglocke. Ja, ja, ja. Kreis. Herz. Nikolherz. Ja, ja, ja. Und jetzt mal Schnee. Wolke. Engel. Schaf. Nein, aber ein Hund, Tier. Hund, Katze, ein Hund. Pudel. Kein Pudel. Ein anderer. Gibt ja noch einen. Pudel. Nein, auch kein Zwergpudel. Schaf. Nein, ein Hund, habe ich gesagt. Rauer Dackel, langer Dackel. Ein Dackel. Ein Dackel. Okay, ich fahre aus. Schneemann. Ja. Husch, ein Schneemann. Hund, Lohn, Katze, Maus, Schaf. Auf Baum. Nein. Kiffbaum, Apfelbaum. Habe ich vorher auch geholfen. Busch, Wolle, keine Busch. Nein, aber wenn man auf dem Jahrmarkt ist, habe ich vorher auch geholfen. Tannenbaum. Tannenbaum, Rose. Christbaum. Nein, das ist kein Baum, das ist man. Wie heißt das nochmal? Ja, wie heißt das? Keule, Hähnchen, Pute. Wie heißt das nochmal? Pute, Hähnchen, Schnitzel, Keule. Nein, süß. Nein, wie heißt das nochmal? Süß, noch süßer, noch süßer. Noch süßer. Nein, süß. Eiskeule. Nein. Süß und klebrig und an so einem Stiel. Zuckerwatte. Ja. Schau mal, wir werden zwei Begriffe.
Nein, keine Gurken, keine Kartoffeln. Braten. Nein. Braten. Klappe. Nein. Am Schnee, am Schneeberg. Nein. Am Glocke. Glocke. Klappe. Nicht auf Glocke. Gummimütze. Nein, nein. Mütze. Was für eine? Schneemütze. Wintermütze. Schneemütze. Wie heißt die Mütze? Den Hund. Hundemütze. Ja. Bei uns ist man nicht traurig. Ihr kriegt jetzt erstmal eure Kleckse. Hund, Katze, Maus, Gurke, Kartoffeln. Ja, vor lauter Kartoffeln. Also, das heißt, die Flötenkinder kommen in die letzte Runde. Und ich bitte jetzt die Nikoläuse erst in die Kemenate, ganz abseits, und die Christkinder zu mir. Kälte bleibt an die Spucke weg. Vor Kartoffel, Gurke, Tomate. Ihr wart super, ihr wart super. Wo hat's denn eigentlich gehangen? An der Zuckerwatte. Ja, ja, die haben Eltern, die sind sehr für gesund und sagen, sowas wird nicht gegessen, deshalb daran lag's. Wir haben hier, liebe Zuschauer, 4 Christkindels, muss man sagen, keine Christkinder, sondern Christkindels, denn das ist der Christkindelmarkt in Nürnberg. Und die amtierende ist die Sandra, ja? Ja. Das dienstälteste Christkindl ist die Gudrun. Gudrun, wann waren Sie Christkindl? Also das dienstälteste, das hier vertreten ist. Das hier vertreten ist, ja. Denn ich hatte eine gewählte Vorgängerin und vor mir haben das 2 Schauspielerinnen gemacht. Ja. Ich war Nürnberger Christkind 1971 und 72. Ja, und Sandra ist 89, 90. Ja. Und Tanja? 85, 86. Ja. Und dann bleibt 87, noch 87, 88. Hier sitzen die Christkindl. Sagen Sie mir doch mal, Doris, wie geht das vor sich in Nürnberg mit der Christkindlwahl? Wer kann sich da bewerben? Also Voraussetzungen sind, dass man zwischen 16 und 19 Jahre alt ist. Man soll in Nürnberg geboren sein oder zumindest in Nürnberg aufgewachsen sein. Und man muss schwindelfrei sein. Ich habe gelesen, schwindelfrei und winterfest. Warum? Ja, weil man viel im Freien auch zu tun hat, eben am Christkindlesmarkt. Und schwindelfrei, weil bei der Eröffnung steht man 15 Meter hoch auf einer Empore. Aha, und da wird man also festgebunden dann, ja? Ja, man ist so richtig festgekordet und von hinten wird auch feste gezogen. Wenn man einen tiefen Schnaufer macht, wird schon angezogen. Ihr wart also alle Schülerinnen, als ihr Christkindls wart. Was hat Sie so gereizt dran? Ist das in Nürnberg, ich meine, man kann sich vielleicht nicht vorstellen, ist es der Wunsch jedes jungen Mädchens, Christkindl zu werden? Warum haben Sie sich beworben, Tanja? Also bei mir war das irgendwie... Ich darf du sagen, die haben alle vorher gesagt, ich soll ja nicht sie sagen. Also genau. Tanja, warum hast du dich beworben? Es war einfach ganz spontan irgendwo. Ich habe halt gelesen, so den Anforderungen würde ich entsprechen. Die Größe, schwindelfrei war ich glaube ich auch. Und dann habe ich mir gedacht, man hat bestimmt viel mit Kindern zu tun. Und das habe ich schon immer gern gemacht. Und dann habe ich mich einfach mal beworben. Muss das Christkindl in Nürnberg, Gudrun, muss das blond sein? Überhaupt nicht. Meine Vorgängerin war dunkelhaarig und es gab auch einige Nachfolgerinnen, die dunkelhaarig waren. Denn man trägt eine Perücke. Aha. Ja, aha. Also die Haarfarbe ist überhaupt nicht entscheidend. Und was sind denn alles während des Christkindlmarktes, während dieser Vorweihnachtszeit, die Aufgaben des amtierenden Christkindls? Also ich erzähle das mal aus meiner Zeit. Ja. Das Wichtigste ist die Eröffnung des Christkindlesmarktes. Das ist auch der Höhepunkt, der gleich am Anfang steht, 4 Wochen vor Weihnachten. Und dann sind angeschlossen Kinderbescherungen und Weihnachtsfeiern, in der Regel in Kinderheimen, in Krankenhäusern, in Altersheimen. Mhm. Es ist an und für sich ein sozialer Auftrag, den man da für die Stadt hat. Sie sagen sozial und mit viel Gefühl verbunden, aber Sandra, ihr seid alle kritisch genug, um auch zu merken, wie da der Kommerz dahinter steckt. Und ihr funktioniert ja ganz schön auch für den rollenden Rubel während der Zeit. Ja, also wir machen das alle ehrenamtlich. Also das weiß ich, aber ihr werdet mit eingespannt. Ja, aber es sind schon eher so soziale Zwecke. Ja, nein, ich meine, wie stehen Sie, wenn Sie denn auf dem Christkindlesmarkt sind, oder du, Sandra? Da wird ja doch sehr viel Geld gemacht mit dem Weihnachtsrummel. Ja, auf dem Christkindlesmarkt, das stimmt. Das finden wir also eigentlich alle nicht so gut, ne? Wie ist das? Wie lange habt ihr, Doris, wie lange hast du ans Christkind geglaubt? Also ich glaube, bis in die erste oder in die zweite Klasse. Und wie ist das, als du Christkindl warst? Da sind doch dann unterschiedliche Kinder. Ja. Eines, was sagt, ach, da kommt das Christkindl, und andere, das sagt, guck mal, die spielt. Ja, ich meine, in den Kindergärten, wenn man jetzt auf Weihnachtsfeiern von Kindergärten ist, da glauben sie also durch die Bank alle noch ans Christkind. Ja.
Aber sobald man halt dann irgendwo öffentlich ist, wo auch ältere Kinder sind, da kommt dann schon mal vor, dass einer sagt, Mensch, bist du blöd, es ist doch bloß ein Mädel oder sowas. Ja. Also es kommt schon vor. Aber ich glaube, du wolltest von Kind an, war dein Traum, ja, Christkind zu werden. Ja, also ich war öfter auf der Eröffnung und wie ich dann älter war, dann wusste ich auch, dass das ein Mädchen macht, die eben in Nürnberg geboren ist und so. Und ich habe dann schon immer gesagt, ich werde das mal. Und eines Tages war eine Annonce in der Zeitung gestanden und ich war dann gerade 16 geworden. Und dann habe ich mich beworben. Ich wollte es also unbedingt werden. Ich wäre abgebrochen, wenn ich es nicht geschafft hätte. Aber sie ist es ja geworden. Ja. Was hat es euch denn gebracht, dass ihr, also verzeiht den Vergleich, wenn ich es sage, es ist, und das habt ihr mir selbst bestätigt, bei manchen auch so, sie möchten Karnevals- oder Faschingsprinzessin werden. Das ist sicherlich was ganz anderes, aber trotzdem. Du hast dich aus Jux und Dollerei beworben und bist es geworden. Was hat es dir im Endeffekt gebracht? Ihr habt ja alle beruflich oder auch noch in der Schule soziale Aufgaben, arbeitet viel mit Kindern. Was hat es dir gebracht, Anja? Ja, mich hat es irgendwie auch bestätigt, dass ich vielleicht den Umgang mit den Kindern, das hat mir auch in der Christkindszeit unheimlich Spaß gemacht. Und dann jetzt, wenn ich Lehramt studiere, habe ich mir gedacht, irgendwie ist das Richtige. Und mir hat es unheimlich viel Freude und vielleicht auch viel eigentlich Nachdenken über das Weihnachtsfest gebracht, weil man doch auf vielen Veranstaltungen war, bei Behindertenheimen, ja, oder so, wo ich mir meine Gedanken schon wirklich dann danach gemacht habe. Ne? Also eine zukünftige Lehrerin. Doris, was machst du? Grundschullehramt. Ja, und hier ist noch meine Lehrerin, die Gudrun. Ja. Ich bin Diplom-Handelslehrerin. Also alle sind in die pädagogische Richtung gegangen. Und was willst du werden, Sandra? Auch Grundschullehrerin. Also alle mit Kindern zu tun. Gudrun, was hat's gebracht? Ja, ich habe also mit älteren Jugendlichen zu tun. Was hat es die Christkindlezeit gebracht? Mir persönlich hat es relativ früh gezeigt, wie man eingeordnet wird von anderen Leuten in dem Moment, wo man Christkind ist. Wie denn? Das heißt, ich habe in Beziehungen gelernt zu differenzieren. Es war beispielsweise für bestimmte Gruppen für wichtig, das Christkind zu kennen. Und das war an für sich eine Tatsache, von der ich immer dann, da hatte ich immer Abstand dazu gewonnen und wollte mich durch diese Sache an für sich nicht verändern. Also man wurde was Besonderes. Man lud sich das Christkind ein. Man war bekannt mit dem Christkind. In der Zeit, richtig. Ja. Ja. Das heißt, ich habe sehr früh gelernt, zu differenzieren, ob jemandem die Funktion Christkind wichtig ist oder der Mensch wirklich und dann sich auch die Mühe gemacht hat, da mal hinterzusehen. Und das ist mit 17 relativ früh. Das, glaube ich, lernt man sonst erst so in der beruflichen Tätigkeit. Und bei dir, du hast ja nun schon ein Jahr gemacht, Sandra. Ja, das stimmt. Also bei mir, bei der Wahl, die Freunde und Freundinnen, die vermeintlichen, von denen man immer dachte, das sind eigentlich deine Freunde. Und gerade bei sowas, wo man dann berühmt wird und bekannt, in Nürnberg vor allem, merkt man dann doch, wer die wahren Freunde sind und wer. Seid auch mal aufgezogen worden, dass es in der Schule dann heißt, guck mal, da kommt das Christkind. Ja? Also so extrem war es bei mir nicht, da war es eigentlich eher Freunde. Aber ich stelle fest, hier sitzen vier Christkindl, die alle sehr auf dem Boden geblieben sind. Ja? Die Flügel sind ihnen, Gottlob, nicht gewachsen, aber lasst sie euch jetzt wachsen. Jetzt gibt es erste Runde einfache Begriffe. Und Spiel ab. Okay. Himmelbett. Ja. Oh. Der nächste. Schnee. Ja, ist der erste Teil des Wortes. Schneemann. Nein. Schneeglocke. Schneeglocke. Schneeglöckchen. Glöckchen. Glöckchen. Jawohl. Apfel. Ja, der kommt hinten. Bratapfel. Ja. Ich sehe schon die Zukunft. Engel. Christkind. Ja, Christkind. Die zukünftigen Lehrerinnen werden das mit ihren Schülern machen. Fenster. Haus. Was für eine Zeit haben wir? Lebkuchenhaus. Nein, kein Lebkuchenhaus. Weihnachtskalender. Ein, so darf er heißen, ein Weihnachtskalender, Adventskalender, ja. Weihnachtsmann, Nikolaus. Nein, nicht der Nikolaus. Wie heißt der Adlatus vom Nikolaus? Knecht Ruckel. Richtig. Schnee. Wenn Schnee noch kälter wird, wird er Eis. Eisblumen am Fenster. Ja, Eisblumen. Kerze. Nein. Tasse. Glühwein. Ja. Da bin ich mal
gespannt auf die Kläuse. Ein Iglu? Ja. Oh. Feuer. Was für eines? Feuer im Ofen. Feuer kommt hinten. Es ist ein zusammengesetztes Hauptwort. Kerzenlicht. Feuer. Wenn man im Winter zu Kaminfeuer wäre es. Macht nichts, schnell löschen, damit es die Herren nicht sehen. Bitte nehmen Sie Platz. Bleiben Sie sitzen. Die Christkindels haben es auf 27 Punkte gebracht. Und ich darf Sie jetzt bitten, Platz zu machen für die Nikoläuse bzw. die Kläuse. Hier sind unsere vier Kläuse. Ich dachte schon, sie schließen sich ein, um noch weiter zu trainieren. Aber wir wollen jetzt, nachdem wir die Christkinder hatten und die Kläuse hier sitzen, ganz klein bisschen wenigstens Nikolaus-Stimmung, denn unsere Flötenkinder haben uns was mitgebracht. Und Daniele, gibst du den Ton an? Stimmt uns ein. Sind auch froh und munter. Und ich habe ganz einfach den Vorschlag, es ist viel besser, Sie machen das, dass Sie sich mal ganz kurz unseren Zuschauern vorstellen. Ich heiße, ich bin, Sie brauchen Ihr Alter nicht zu erwähnen und auch nicht, wie schlecht Sie in Mathematik waren. Gut. Also, ich heiße Klaus-Jürgen Busso, ich bin schon über 10 Jahre alt und Hobbys habe ich auch eine ganze Menge. Dankeschön. Ich heiße Klaus Bresser, bin zu den Olympischen Spielen in Berlin geboren. Das hat sich nicht so recht ausgewirkt. Ich fahre zwar spiele Tennis und fahre Ski, aber beides auf sehr eigenwillige Art. Also ich hoffe, dieser Stil, den ich fahre und spiele, der wird mal modisch. Also hier sitzt der Chefredakteur, das ist der Schauspieler Klaus, der Chefredakteur und Journalisten Klaus und hier ist ein Sänger Klaus. Ich bin der Klaus Denso, ich bin Schlagersänger und meine Hobbys sind Skifahren und Wasserski, alles was mit Skifahren zusammenhängt. Aha, Sie könnten also dem Klaus Bresser noch sagen, Klaus Denso, dass man beim Tennisspielen die Ski abschnallt. Ja. Und unser letzter Klaus? Ich heiße Klaus Barner, bin Schauspieler. Meine Hobbys sind Lesen, Reisen, am Meer langlaufen, kein Sport. Kein Sport. Klaus Barner, um ganz kurz den Zuschauern zu sagen, wo hat man Sie im Jahr 90 gesehen, was haben Sie gespielt? Ich meine, das Gesicht kennt man und man fragt dann trotzdem manchmal, Mensch, was war denn der? Sie machen ja auch viel Synchron und Hörspiel und so. 90, ja, Krimis. Wo ich es dann oft auch bin. Sind Sie dann der Böse? Sie sind der Ja, ich war es schon öfter, ja. Ja. So von 20 Krimis war ich es, glaube ich, 10 Mal. Man kriegt da Erfahrung, nicht? Ja. Klaus Denso, was sind Ihre letzten Schlager gewesen? Sie sind einer, der sich ganz einwandfrei zum deutschen Schlager bekennt. Ja. Also Schlager, letzte war am Ende bleiben Tränen, Mütter, also doch Töchterfest, also bunt durcheinander gemischt, mal was Sentimentales zum Nachdenken und mal was zum Feiern hat. Also Sie sind ohne jeden Zweifel, auch wenn der Klaus-Jürgen Busso gesagt hat, er sei knapp über 10, aber Sie sind ohne Zweifel, unsere Kamera zeigt, das ist der Jüngste von allen. Kommen denn bei so jungen Menschen in dieser Zeit oder noch näher an Weihnachten Gefühle auf? Gibt man die zu? Also selten, weil man hat auch wenig Zeit wahrscheinlich darüber nachzudenken. Aber für mich ist Weihnachten damit verbunden, an Erinnerungen, so in Kindheit. Das war für mich immer ein schönes Erlebnis. Und also vor 2 Jahren etwa, als Sie noch Kind waren? Ja. Also es ist für mich schon eine Erinnerung alles gewesen. Und
Geben Sie das zu, geben Sie diesem Gefühl statt, dass Sie jetzt Gefühl haben, dass es weihnachtlich wird. Ich versuche es. Es ist gar nicht so einfach, aber ich versuche es immer irgendwo, das Gefühl mal herauszulassen. Ich frage ganz bewusst den Jungen, warum ist das nicht so einfach? Warum bekennen wir uns nicht mehr so zu Gefühlen? Wahrscheinlich, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo man, sag ich mal, irgendwo in einem Schauspielhaus lebt. Der eine macht dem anderen was vor, man ist misstrauisch und wahrscheinlich kommt das Ganze von der ganzen Konsumgesellschaft. Dass man geniert sich also, Gefühl zu zeigen? Wahrscheinlich, ja. Tut das auch der lang erfahrene Journalist, von Anfang an in allen tollen Sendungen dabei, Chefredakteur, zeigt ein Journalist, kann er überhaupt, also beruflich sollte er es nicht Gefühle zeigen. Gerade deshalb, glaube ich, braucht er Tage, an denen er mal Gefühl zeigen kann. Nicht nur zu Weihnachten, ich glaube, das würde gar nicht ausreichen. Ja. Aber weil man die Gefühle sonst zurückzudrängen hat, wenn man Schreckliches mitteilt oder auch Schönes. Kommt nie, bei keiner Berichterstattung, bei nichts, kommt da nicht Gefühl auf, was man dann einfach sich selber wegdrückt. Ja, das ist ja unsere Aufgabe, so unabhängig, so neutral wie nur möglich zu erscheinen. Aber es gibt ja immer mal Nachrichten, die einen direkt betreffen. Ja. Man hat zu berichten über Menschen, die gestorben sind, die man selber gekannt hat. Ja. Menschen, kann man dann so nüchtern bleiben? Nein, man kann es nicht. Und als seinerzeit die Kinder meines Freundes Dieter Kronzucker entführt wurden, hat man es mir natürlich angemerkt, ist dass das ich sie traurig? Kannte. Das ist doch nicht tragisch. Verfemen Sie oder der Journalismus im Allgemeinen jemand, bei dem dieses Gefühl dann zum Ausdruck kommt? Nein, ich verfeme es gar nicht. Und dass meine Stimme erregt war in dem Moment, war etwas, was die Zuschauer sehr dankbar aufgenommen haben. Ich habe selten so viele Briefe bekommen, wie in dem Moment, wo man mal Gefühl gezeigt hat. Aber also Menschlichkeit wird akzeptiert. Ich glaube immer. Gott sei Dank, ja. Ja, Gott sei Dank, ja. Wie ist das beim Schauspieler, der sehr oft, Herr Wusso, sehr oft Gefühl spielen muss? Und Sie haben ja nun ein ganz tiefes Gefühl entwickelt, und ich muss sagen entwickelt, für diese kranken Kinder, für die Sie seit einigen Jahren eintreten. Es wird Ihnen sehr oft als Publicity abgetan, was Sie aber nicht mehr touchiert. Sie sind bei Dreharbeiten mit krebskranken Kindern zusammengetroffen. Und seitdem ist das, ich glaube, nicht zu übertreiben, ein Teil Ihres Lebens geworden. Eigentlich ja, ja. Das ist eine Klinik hier im Schwarzwald, eine Nachsorgeklinik, an der ich sehr hänge, weil ich die Kinder kenne. Nicht alle. Ich bin sehr oft da. Und es ist viel mehr als eine Aufgabe. Und Sie sammeln, weil da braucht man Platz und alles Mögliche? Ja, ja, man braucht viel Platz. Man braucht ein neues Haus. Man braucht möglicherweise, vielleicht gibt es das im Schwarzwald, vielleicht ein Grundstück oder ein Haus, was jemand dieser Katharinenhöhe schenken möchte. Also wir brauchen sehr viel dort. Hm. Mit dem Klaus Barner habe ich noch gar nicht geredet. Herr Barner, was ist Weihnachten für Sie? Sie sind die Generation, wo wahrscheinlich zur Weihnachtszeit nicht immer der Vater da war, wenn ich das richtig sehe. Das ist richtig, ja. Ja, Weihnachten heute ist für mich Erinnerung an die Kindheit. Also heute stehe ich Weihnachten oft verloren mit mir herum, mit mir als Erwachsenen. Hadern und halte mich dann an die Bilder der Kindheit. Hadern Sie mit sich, dass da was aufkommt in Erinnerung oder was Familiäres, oder bekennen Sie sich? Nein, damit hadere ich nicht. Nein, nein, das war gut und es war auch schwer. Es waren ja so Kinderweihnachten, die bedrückend waren zum Teil. Meine Mutter musste sehr um die Harmonie oder um den Frieden, den sie herstellen wollte, kämpfen, weil er ja gar nicht vorhanden war. Ist Weihnachten immer Familienfest? Hat es immer mit Erinnerung und hauptsächlich? Ich höre bei jedem die Kindheit raus, Herr Wusser. Ja, es ist viel Kindheit, ja. Aber merkwürdigerweise kann man sich auch älter in die Kindheit zurückversetzen. Und ich finde, es sollte wieder ein Teil auch in diesem Leben sein, auch wenn man älter ist. Nicht? Also werden Sie doch bitte wie die Kinder, meine Herren Kläuse, ja? Jetzt wird gespielt. Das heißt, ich fange an. Ja? Ja, das heißt, Sie fangen an. Sie fangen an. Und ich sage nicht Herr Doktor, sondern Klaus-Jürgen Wusser. Spiel ab. Wolke, Wolke, Wolken. Wolke steht wofür? Leise Riesel. Regen. Schnee. Was ist da oben? Regen. Nein. Himmel. Ist der erste Teil des Wortes? Himmelbett. Ja, gut. Ja, okay. Stern. Nein. Noch einer. Was fällt noch vom Himmel außer Stern? Schnee. Schnee ist der erste Teil des Wortes. Schneemann? Schneeglocken. Nein. Schneeglocken. Und die Verkleinerungsform? Schneeglöckchen. Ja, gut.
Kirsche? Nein. Gibt's ja zu Weihnachten schlecht. Ja. Bratapfel? Ja! Wow. Ah. Die schnelle Assoziation. Mann? Nein, das ist nun ganz bestimmt keiner. Eine Frau. Ja. Christkind. Ja. Diese Rolle wurde selten von Männern gespielt. Das war einer dabei jetzt. Ein Fernseher, ein Zelt. Nein. Eine Krippe, ein Nein, keine Zahl. Oh. Keine Zahl. Versuchen Sie weiterzuraten. Also Heiligabend. Nein. Eine Krippe. Kalender. Nein. Was für ein Kalender? Weihnachtskalender. Gut, gut. Sie haben lang genug gebraucht. Sie haben lang genug gebraucht, sonst hätte ich schon eins draufgegeben. Eine Rute. Rute. Knecht Ruprecht. Knecht Ruprecht, gut. Keine Zahlen, keine Buchstaben dürfen Blume, bei uns. Blume, Rose. Blume. Christrose. Christrose. Nein, Blume hört's hinten auf. Eisblume. Ja. Kaffeetasse. Was ist da drin? Tee. Grog. Nein, fast. Es wäre Glühwein gewesen. Oh ja. Macht nichts. Nehmen Sie Platz. Denn jetzt muss ich als allererstes unsere heutige Gewinnerin, das ist eine Gewinnerin, begrüßen. Sie wissen, liebe Zuschauer, bei uns darf man immer, wenn man meint, die haben irgendwas noch überhaupt nicht raten lassen, Redensarten, Sprichwörter und so weiter einschicken. Und das war heute aus Möglingen, Frau Katharina Timm, richtig, mit 2 M. Und Frau Timm, es haben viele geschickt. Und bei uns entscheidet dann immer Fortuna. Sie hatten das Glück, das heißt ein Besuch im Studio. Ihre Kleckse-Puppe haben Sie schon auf dem Arm. Ich hoffe, es macht Spaß, das Ganze mal live zu sehen. Und ich sage allen Zuschauern, die uns Begriffe schicken, ich werde natürlich nicht verraten, welche die Frau Timm uns geschrieben hat, sonst können wir sie nicht mehr raten lassen und dann haben die Nikoläuse keine Nuss mehr zu knacken. Unsere Adresse, wenn unsere Zuschauer auch einmal schicken wollen, ist, Sie sehen sie hier eingeblendet, Montagsmaler, Südwestfunk, Postfach 820, in 7570 Baden-Baden. Und vielleicht sind Sie dann ein andermal der Glückliche, der ins Studio kommen darf. So, jetzt sieht es so aus, dass die Kläuse ein bisschen weniger Punkte haben. Und bei uns fängt immer die punkteschwächere Mannschaft an. Liebe Christkindl, ab in die Kapelle, hätte ich fast gesagt. Und die Siegerkinder darf ich auch gleich rausbitten. Ja? Legt eure Puppen weg, es nimmt sie niemand. Denn jetzt geht es in die zweite Runde. Wer malt bei Ihnen? Ich glaube, Klaus Bresser. Es gibt Redensarten, Sprichwörter, Musik, Literatur, alles Mögliche ist dabei. Spiel ab. Herr Wu, ja, ihr dürft auch raus. Wolke kommt drin vor. Eine Redensart, Hilfe geben. Aus allen Wolken vor. Gut. Also, ihr geblieben. Wollte schon immer mal einen Chefredakteur festhalten. Was ist denn jetzt für ein Zeichen? Das Zeichen. Frau. Mann. Kleine Frau, kleiner Mann. Kinder. Kleiner Mann, was Kinder? Nun? Zwei Nein. Kinder. Hänsel und Gretel. Ja. Kein Zeichen. Warum eine Hilfe geben, Zeichen? Redensart. Ja. Das ist eine Nase. Ein Hut. Blind. Nein, das ist, die Nase ist nicht wichtig. Die Ohren. Oder? Nein, da hinten, das ist bei Herrn Bresser das Auge. Ah ja. Ach so. Das ging ins Auge, ne? Eine Redensart, mit, wo Auge drin vorkommt. Das könnte ins Auge gehen. Nein. Gucken Sie mal, was der für Augen hat oder die. Glubschaugen. Ja, so ähnlich. Holzauge sei was. Nein, der guckt auf was und will's haben. Stielaugen. Ja, machen, jawohl. Stielaugen machen. Hilfe geben. Stern ist der erste Teil des Wortes. Sternball. Wie heißt die Geschichte von dem... Das Sterntaler. Ja, sein Hemd verschenkt hat. So. Jetzt, wenn Ihnen jemand auf den Fuß tritt, was ist dann? Schmerzen. Ja, das ist richtig. Schmollmund. Dann sagen Sie mal eine andere Redensart für ich habe Schmerzen. Da. Es tut weh. Was sagt man da? Ja. Was hört man da? Ja, so ähnlich, ja. Ein Pfeifen. Ein Wer pfeift? Da hört man singen oder pfeifen? Engel pfeift. Ja, Herr Barmer. War schon richtig mit den Schmerzen. Schneemann. Nein. Hilfe geben. Herz. Gänsefüßchen.
ein verliebter Schneemann. Nee. Nee. Herz kommt drin vor. Wo ist dieses Herz? Auf der linken Seite. Auf der linken und wo ist es da? Links, auf der rechts. Und wo ist es damit, wenn es auf der linken Seite? Auf der falschen Seite. Nein, sondern nicht auf dem rechten Fleck. Richtig, Herr Barner. Auf der falschen Seite. Was, wo haben Sie denn das Herz, Herr Denzel? Nee, er hat es doch links gezeichnet. Ja, aber nicht auf der falschen Seite. So. Kanufahrer. Ja, Fahrt kommt drin vor. Ist das Sprichwort? Der Mond? Ist leichter ist zu erkennen, wenn man ihn halb macht. Mond, ja. Ja. Eine Mondscheinfahrt. Mond was? Mondscheinfahrt. Nicht Mondschein. Mond. Das Federchens Mondfahrt. Gut. Man sieht wieder ganz deutlich, es ist ein Teamspiel. Der eine ruft was raus, der andere komplettiert's. So, das ist wieder eine Redensart. Sich freuen wie ein Dankeschön. Jetzt dürfen Sie Platz nehmen. Nein, jetzt ist der Platz für die Christkinder. Ich freue mich wie Bolle, ne? Das schafft ihr nicht. Hier, die Christkinder haben gesagt, das schafft ihr nicht. Das schaffen die wohl. Wer malt denn? Die Doris. Ja. Doris, ja? Ich bin die Arme. Herz in die Hand nehmen und sonst noch und was? Redensarten, Sprichwörter, ja? Spiel ab. Was sind das? Wolken. Ja, Wolken. Redensart? Aus allen Wolken fallen. Wie aus allen Wolken fallen. Laut? Was könnte Kind, es sein? Kind? Ja. Kinder? Kind? Ja. Kind plus Kind? Schwester? Kinder? Ja, die sind Geschwister. Geschwister? Hänsel und Gretel? Ja. Redensart? Augen? Augen kommt drin vor. Augen. Was für Redensarten gibt es mit Augen? Stielaugen machen. Ja Gott, als Christkind fliegt man über so viel, da muss man manchmal Stilllaufen machen. Viele Menschen? Das ist ein Buch. Das ist, habe ich vorher auch geholfen. Wie heißt die Geschichte von dem Kind, das sein letztes Hemd verschenkt? Sterntaler. Ja. Ich muss gleich helfen. Jetzt ist Schluss mit helfen. Redensart. Schatz, Liebe? Englein. Engel? Engel? Engel, ein Einzelner, das ist dann der Engel. Die Engel? Oder die Engel, ja. Es sind mehrere jetzt. Entschuldigung, es war falsch von mir. Engel? Wie nennt man das? Wenn einem, Englein laufen. Wenn einem jemand auf den Fuß tritt, dann? Hören die Engel singen. Kann man auch sagen. Ich höre die Engel singen. Man kann sagen, ich höre die Engel singen und ich höre die Engel pfeifen. Richtig. Wir haben uns vorher drüber geeinigt. Liebe geht durch den Magen. Jetzt, bitte? Ja. Liebe geht durch den Magen. Das hat nichts mit, in Ausnahmsweise nichts mit Liebe zu tun, sondern das ist wirklich das, was sie gezeichnet hat. Herz. Ein Herz? Redensart mit Herz? Wo ist das Herz? Am rechten Fleck. Richtig. Am rechten Fleck. Am rechten Fleck. Geschichte? Kirche. Haus? Kirche, ja. Ja, das ist ein... Haben Sie eine Hilfe Nacht. Gegeben? Ja. Mond. Märchen. Ein Mond. Mond kommt drin vor. Mond. Mond. Bub. Kind. Mond. Kind. Mond. Mond. Wie heißt das? Wie heißt der Bub, der hat einen Namen? Wie heißt Peter Pan. Bitte? Ja. Was? Peterchens Mondfahrt. Ja, lauter Sandra Christin, ja. Laut, Sandra, König. Laut. König. So, ein König. Und was für ein König ist das? Dicker König. Ein Schneekönig, nein. Und das heißt, was tut man? Man heult nicht wie ein Schneekönig, sondern? Man lacht wie ein König. Nein, man... Boah! Man brüllt. Man? Na, brüllt auch nicht. Ich hab gebrüllt. Man... Juhu! Jubelt. Jubelt wie ein König. Man freut sich! Wieder eine echte Schule der Synonyme, die man für andere finden muss. Ja, liebe Christkinder, Sie sind in der Christkindels in der Endrunde. Jetzt müssen die Nikoläuse gucken. Doris, Sie müssen noch mal ran. Und zwar, jetzt gibt es einen einzigen Begriff und es kommt drauf an, wer ihn schneller errät,
Die Christkindels oder die Kinder nachher. Und bitte laut, damit ich's höre. Spiel ab! Mann, Frau, Nikolaus. Bau. Und Platz nehmen. Verratet nicht! Verratet ihr um Himmels Willen nicht, jetzt müssen die anderen dran. So, wer malt denn bei euch? Dorothee, stellt euch hinter die Christkindels, macht euch Platz, ruft raus. Die waren unbeschreiblich schnell, ja? Ja? Ruft raus, ja? Spiel ab! Schneemann! Mann. Nikolaus! Jetzt brauche ich... Also, jetzt brauche ich Hilfe der Regie. Das ist nicht wahr. Eine Sekunde, im Bruchteil einer Sekunde, so wie Klaus Bresser Ski fährt, ne? Ja, die Kinder waren im Bruchteil einer Sekunde schneller. Halleluja! Ich gratuliere euch! Ihr habt's! Also haben wir die einwandfreien Sieger. Und jetzt warte ich. 48 und 33 Punkte sind erstritten worden. Das gibt heute 8.200 Mark. Und unsere Zuschauer wissen, dass wir diese Summe der Gewinnpunkte immer an einen Zweck geben. Und Klaus-Jürgen Wusso, das ist heute die Katharinenhöhe. Und wofür ganz genau wird das dieses Mal verwendet? Die Katharinenhöhe ist zu Weihnachten zu, sie ist geschlossen. Und mit dem Geld können wir ein paar Familien einladen, dort Weihnachten zu verbringen. Und zwar Kinder und Eltern. Und es ist ja gerade bei, nicht nur bei Krebskranken, auch bei leukämiekranken Kindern unbeschreiblich wichtig, dass sie im Umfeld ihrer Familie sind. Da geht heute unser Geld hin. Und hier ist auch noch die Kontonummer. Und jeder, der möchte, und das nicht nur zur Weihnachtszeit, sage ich, weil ich finde es ganz grausam, wenn man nur dann den Sozialen rauskriegt. Ja? Ich bedanke mich ganz herzlich. Und jetzt dürft ihr alle zu mir kommen, denn hier sind, jetzt müsst ihr den Erwachsenen auch noch ihre Puppen geben, die kriegen ja schließlich auch was. Sie haben ja ihr ganzes Geld gespendet. Jetzt kriegen unsere liebe erwachsenen Mitspieler, liebe Kläuse, guck mal, die lassen sich im Sitzen bedienen. Herr Bresser! Ist es deine? Nein, du hast eine. Wer hat noch kein Kind? Herr Barner, Iris. Und jetzt pass auf. Diese Klecksepuppe aus Marzipan gehört den Siegerkindern. Aber da ich sicher bin, dass ihr den nicht schafft, dürft ihr sie mit den anderen teilen. Ihr dürft sie gleich... Magst du keinen Marzipan? Doch. Doch, doch, deshalb wendest du dich ab, damit du nicht gleich reingreifst. Hättest du dürfen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr dürft da auch schlecken. Guckt nicht so. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und wünsche noch kein frohes Weihnachten, denn das ist noch zu weit hin. Aber vielleicht in aller Hektik ein bisschen Ruhe, um ab und zu ein fröhliches gemeinsames Familienspiel zu machen, bevor das große Fest kommt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jetzt probiert und geht dran.